Willkommen zum chaotischsten Let's Play auf ganz YouTube Deutschland. Eben gerade wollten wir schon ganz kurz aufnehmen, aber dann kam ein kleines Äffchen namens Atom und hat unser Herz im Sturm erobert. Aber dieses Äffchen, weil es eben so wunderschön gestrahlt hat, hat auch ganz viele Raptoren angezogen. Und dann gab es Tod, Elend und Verzweiflung. Und mit dabei war natürlich Quantum. Mittendrin im Elend. Ja, vielleicht kann man da noch was retten und es ansehen. Atom war Zucker, oder? Der war Zucker. Der war so süß. Und wir wissen nicht, wo er hin ist. Also wahrscheinlich ist er nicht gestorben. Legenden zufolge hat Atom sich eine kleine Rakete unter Wasser zusammengebaut und ist davon geflogen. Wir wissen es nicht so genau. Denn früher war der wahrscheinlich russischer Weltraumaffe. Tests. Ja, wenn, dann müsste er irgendwo hier sein. Er hat ja gerne geplanscht im Tümpel. Ja, jetzt komm, jetzt tust du so, als wenn es jetzt hier. Er hat gerne geplanscht. Du kanntest ihn 2 Minuten. Jetzt ja, aber er hat mehr gemacht als die meisten für mich. Was hat er denn gemacht? Erleuchtet hat er mich. Ach so, aber durch seine Anwesenheit oder wahrscheinlich, ne? Muscheln, riesige, gigantische Dino-Muscheln. Gibt's die? Ja, muss ja irgendwo. Oder ist es irgendeine andere Möglichkeit? Haben wir schon eigentlich mal dieses Scrap Metal jetzt verarbeitet? Hast du schon mal in den Ofen gesteckt? Was gibt denn Scrap Metal? Wie, das geht im Ofen? Weißt du das garantiert? Nein, das weiß ich nicht. Ja, aber warum sagst du es dann? Ja, weil es ist vielleicht möglich. Logisch. Klingt das für dich logisch? Das ist hier sind Dinosaurier, mein Freund. Hier oben ist total schöne Wasser. Aber hier gibt es keine Perlen, oder? Nö. War noch mit irgendwelchen Viechern. Vielleicht geben diese Defense Units irgendwas. Was meinst du? Ah, oh, was ist denn hier? Jetzt aber ganz vorsichtig, Quantum. Ich bin zu Hause und bin angegriffen. Ich wollte jetzt hier Kristalle. Töte mal so eine Defense Unit. Das könnte wow, 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 wow. Hier geht's aber hart zur Sache. Jetzt wird hier gekämpft. Okay, du bekommst schon Risse. Sind hier 93 Electronics schon hier? Ja, weil ich irgendwann mal welche eingesammelt habe. Mann, dieser fucking Vogel! Ich krieg so die Krise. Oh, ich habe keine Ahnung, wie man Poly herstellt. Aber ich habe irgendwo auch mal Poly mehr eingesammelt. Ich glaube durch so ein Vieh. Ich krieg hier gerade die Schildkröte nicht klein. Das tut mir leid. Ich schaue hier, was gerade ansteht. Ich. Was denn? Was ja, dieser Drecksvogel, der immer irgendwas klaut. Weißt du, der ist hier. Ja, ich brauche ein Dach. Tot. Ich will ein Dach jetzt. Mirit. Ich. Wie tot? Der kommt alle 5 Minuten mal angeflogen und klaut was. Was hast du denn für Probleme? Das weißt du, wie mich das nervt. Das Bitte ist... bist du sensibel. Oh, hier sind Hyänen. Cool. Also, ich habe Scrap Metal in den Ofen getan. Jetzt hör mir zu. Quenny, hier ist ein Roboter T-Rex. Kompletter Roboter T-Rex. Das gibt Scrap Metal Ingot. Ja, was bringt das? Das weiß ich will nicht. Ich will den Robo T-Rex. Aber Quenny, du musst es in den Ofen reintun, oh, das Scrap Metal. Oh mein Gott, sieht der geil aus. Der sieht aus wie Grimlock. Alter, sieht der geil aus. Wo ist denn mein Vogel? Benny, ich bin verliebt. Ja, hier ist ein T-Rex, komplett aus Strom. Oh, er brüllt sogar so Jurassic Park-mäßig. Wo bist du? Ich bin in der Wüste. Ach, ja, irgendwo. Es ist wunderschön. Naja, so übertreiben braucht er jetzt nein, nicht. Wirklich, das machst du nur, damit du hier. Nein, damit ich deine Abonnenten dir irgendwie abziehen kann. Nein. Ja, alle drei. Es ist. Die habe ich doch schon. Nein, das ist okay. Das war der Grund, wieso wir zusammenarbeiten. Nee, es ist wirklich wunderschön.
Es ist wunderschön, das Vieh. Ich werde mir unbedingt so einen T-Rex holen. Auch wenn der total sinnlos ist und dann nur in der Gegend rumsteht, ich will ihn trotzdem haben. Du bist so... Ihr habt's gehört, einfach nur Ferraris sammeln halt, ne? Mission... Ja, Leben halt, ne? Mission T-Rex. Operation T-Rex wird stattfinden. Ja, aber was gibt jetzt dieses Scrap Metal da? Was Refined Scrap Metal. Ich weiß nicht, wozu man das dann später braucht. Aber ich will den Ofen rein tun. Okay. Fucking Ameisen hier. Na gut, Kiten. Also ich sammle immer noch Electronics, weil ich überraschen will. Und du sagst dann, ja, der Kies ist ein fleißiger. Ohne den. Ist mir eigentlich wurscht, was du ohne machst. Den wäre mein Leben so viel trauriger. Ist mir eigentlich wurscht, was du machst. Nee, ist es nicht. Doch. Du bist auch immer ganz besorgt, wenn ich sage, ich gehe am Wochenende feiern. Ja, aber ruf an. Dann rufst du immer nur betrunken an, außerdem. Ja, aber. Weißt du, wie ätzend du bist, wenn du betrunken bist? Nee, ich bin charmant. Und du voll liebesbedürftig. Ja, das stimmt. Ja. Aber es sind halt die meisten. Da kommen halt auch die inneren Gefühle hoch, weißt du? Da kommt die Wahrheit raus. Deswegen trinke ich nicht mehr. Ja. Die Wahrheit war halt die Shit für mich. Dir gut tun, mal wieder zu trinken. Nee, überhaupt nicht. Na klar. Nein. Bisschen die ich Realität. Ich trinke schon ein bisschen was, aber ich trinke auf jeden Fall keine. Ich trinke keinen Schnaps mehr oder so irgendwas. Was? Nee, nix mehr. Gar nichts. Schon lange nicht mehr. Du jetzt so ein Pfadfinder. Was? Ey. Nee, weil da. Nee. Nee, da passieren schreckliche Dinge. Aber wenn du jetzt über Nacht reich werden würdest, ja? Und ich würde sagen, komm, lass uns auf die Kacke hauen und wir fahren mit einer Limo in den nächsten super mega schicke Mickey-Club und tanzen im Whirlpool mit 10 Frauen, dann würdest du was trinken. Du als dann trinke ich vielleicht ein Gläschen. Ein Gläschen, ja. Ein Gläschen trinkst du dann. Ein Gläschen, ja. Okay. Ich lege hier mal alles rein, was wir so ja, haben an Electronics. Ja. Du bastelst uns jetzt was Schönes damit, ne? Ich bastel gar nichts, wir brauchen sowieso Polymer. Ja, wie stellen wir es nochmal her? Nur ein bisschen Poly. Ich habe irgendwo mal. Kann ja entweder Viecher das geben. Also Poly ist Obsidian und Zement. Aber es war. Oder ein Viech war das, ne? Irgendein Viech. Also Obsidian und Zement. Oder ein Vieh. Das war ein natürliches Polymer dann, ne? Was das ersetzt hat. Ich glaube, irgendeins dieser elektronischen Dinger hier gibt aber auch Poly-Poly. Also reguläres Poly. Poly-Poly. Poly-Poly. Scrap Metal Ingot. Ja, keine Ahnung. Mir wird's hier irgendwie langsam einfach zu eng in der Bude. Ja, zieh doch aus. Mach ich jetzt auch, ja. Ja, nimm deine Viecher mit. Ja, dann wärst du aber ganz schön am Arsch, weil die geben dir Schutz und Liebe und Wärme. Ach du, mit deinem Schutz immer. Wenn die draußen stehen, geben die doch den Schutz. Nee, ja. Du willst sie ja nicht mehr in deiner Nähe haben, du sagst ja weg mit dem. Ich sage, es ist zu wenig Platz hier drinnen. Weg mit dem Unrat. Das habe ich so. Also jetzt. Schau, warum sind denn die überhaupt hier drin? Ich weiß es doch nicht. Ich krieg so. Von Schutz. Es macht mich wahr. Es macht mich weh. Also ich werd jetzt weg aggressiv hier. Die brauchen Schutz. Ja, Schutz, das sind Dinosaurier. Ja, aber. Guck mal, hier, ich wurde an. Ja, jetzt wurde nur der Vogel da oben. Mein ja, das ist der Vogel. Auf. Siehst du, wie der nervt? Siehst du? Das meine ich. Warum? Warum kannst du den nicht mal töten oder so? Wie denn? Ja, hier mit Dino ran. Drauf. Ja, der kommt alle halben Sekunde wieder. Mit dem fucking Angriff. Zeig doch mal deine Überlegenheit. Ja, ich habe ihn schon angesehen. Ich kloppe mich gerade mit dem hier in der Luft. Was macht der hier? Hat der einen Hut auf? Ah ne, das sieht so aus. Ich hatte jetzt so einen kleinen Zylinder auf. Ja. Sternzel-Dino. Komm, hau ab. Der schreit jetzt hier rum. Hau ab. Sonst kill ich dich. Ey, der macht mich da oben fertig.
Das ist einfach nur nervig, ne? Eine Taube, die gerade gewinnt. Ich lasse dich jetzt nicht hier entkommen. Hab ihn! Ja! Mein Otter hat ihn besiegt. Gut gemacht, Otto. Und Quantum hat dich unnötig genannt. Ne, bist du nicht. Bist ein Toller. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Ich hab niemals unnötig genannt. Denn eben... Wertlos. Ich weiß nicht genau, ein Wortlaut jetzt. Das ist mehr. Alles an dem... Warum kommen denn hier jetzt immer so viele Viecher plötzlich? Hast du irgendwo eine Einladung ausgeschrieben? Wir wollen halt alles zu dir. Weggehen. Mendo. Mag nicht. Wo ist denn jetzt hier? Das ist dein Superzoo, den ich hier gerade hüte und verwalte. Das ist mein Superzoo? Ja, du bist ja der, der dauernd neues Viehzeug irgendwie will. Ich hör der... Immer müsste ein Trinkspiel machen für jedes Mal, wo du sagst, oh, was ist denn das für ein Dino? Den will ich. Den hol ich. Aber der ist schön, den will ich. Jedes Mal einen Schluck nehmen. Ja, dann wärst du tot. Ja. Ja, aber guck mal, durch mich kommt eben auch eine gewisse Dynamik ins Spiel. Ach, jetzt kommt wieder der Dynamik-Spruch. Wenn es nach dir geht, hätten wir ein Dino und der wird ausgefoltert bis zum Gegner. Was ist ausgefoltert? Ein bisschen die Meilen aus den Ohren spritzen. Guck mal, ich erweite ja schon das Haus extra für dich, weil du so, keine Ahnung, so Probleme hast mit Nähe. Weil dir das mal ganz gut tun würde, ein bisschen Liebe zu erfahren. Die Kälte aus deinem Blick vielleicht was? Entfernen. Liebe ist auch nur Schmerz. Nein, ist es nicht. Du weißt doch, wie es sich anfühlt, wenn dich jemand bedingungslos liebt. Echt? Nee. Nicht? Wie fühlt sich das an? Naja, er hört dir halt immer zu, kümmert sich um dich und all die Warum Sachen. Warum denn er jetzt überhaupt? Ja, ich dachte, du magst eher Mann, oder? Ich mein, nur weil du immer so nahe rankommst? Ich dachte eher, du bist jetzt so der Männertyp. Deswegen nimmst du ja keinen aus dem Chat, dachte ich, weißt du? Fuck. Ja, bei dir ist die Schlange ja gigantisch. Hätte ich so einen Chat. Man, das regelt ja Angebote. Redet er schon wieder. Du erwähnst es immer wieder. Was ist denn in deiner Inbox los eigentlich, ha? Huh? Bei mir ist echt, also ich bin ja dein Romeo. Ja, jetzt geht das wieder hier. Verwalt ja den ganzen Andrang. Was? Ich will keinen Andrang. Ja, deswegen hast du ja mich als. Auf der Suche. Als Schutz. Ich bin nicht den Internet auf der Suche. Kies ist auf der Suche. Nee, ich schreibt auch nicht. Ihn an. Aber nicht. Nee. Ich habe schon mal eine Herzensdame gefunden. Ja, ach so? Wer denn? Ja, du? Ja, du bist ja eindeutig die Frau von uns beiden, wenn es irgendeine Konstellation gibt. Du hast ja wohl die sensiblere und weichere Seite. Naja, sensibel hat jetzt nichts mit Frau sein zu tun, sondern einfach mit Anstand manchmal auch, weißt du? Ja, aber ich habe noch nie einen sensibleren Menschen kennengelernt. So drei Reihen und dann ein Dach. Scheiße. Ah, nee, eigentlich braucht man das nicht wegen dem Dino-Gate. Da kommen eh keine Viecher jetzt. Was passiert denn hier? Ja, ich mach größer. Was machst du da hinten? Ja, aber warum reißt du das denn ab? Dann sollen wir halt die Viecher da hinten drinnen nee, sein. Nee, das ist jetzt... Wir sind alle zusammen, also... Nein! Ich will keinen öffentlichen... Dann trenn das ab! Ja, warum denn? Die armen Tiere. Wir können doch da nicht richtig schlafen. Ich kann nicht mehr. Wie soll ich... Verstehe diese Folgen nervlich nicht. Ja, was denn? Ich schaff Arc nicht. Jede Staffel Arc verkürzt mein Leben. Wahrscheinlich falle ich nächst... Es dauert nicht mehr lange jetzt, rechnerisch. Schau, jetzt will ich hier raus, gell. Plötzlich bam, kommt da jemand im Ding. Also vor Arc warst du noch nicht grau, willst du ja sagen. Das ist richtig, ja. Jetzt haben die Dinos halt immer richtig schön Platz. Also, dass sich alle wohlfühlen.
keiner sich irgendwie ausgeschlossen und beleidigt fühlt. Das ist eine kleine Kommune. Ich. Da stehen die jetzt hier alle schön geparkt. Toll. Da oben hast du auch jede Menge Platz. Weißt du, wenn andere Menschen so leben könnten, würden sofort mit deinem Leben tauschen. Im Dino-Land leben? Allgemein so, dein Leben ist ja wohl spitze. Was? Ja, was? Ich sag dir nur. Was? Ich sag dir nur, wie es ist. Niemand, dich doch mal. Du willst jetzt sagen, dass mal Kinder in Afrika würden tauschen. Das und sagen, nee. Ich nicht sagen. Das habe ich jetzt nicht behauptet, okay? Das wäre betrieben. Ja, aber jetzt haben wir aber kein normaler hier in einem dieser Bundesländer lebenden Menschen mit Europäer oder was? Würde tauschen wollen. Ja, ich glaube schon, dass viele mit dir tauschen wollen. Der Fame. Welcher Fame? Es gibt ja, auf Twitch, auf YouTube, ein Quantum Bro kennen die Leute. Oh mein Gott. Kann nicht mehr. Gras ist immer grüner. Nicht jeder hat das Privileg, so viele Menschen zu erreichen.